Hallo, hier ist euer Thomas mit seinem Balkongemüse. Wir haben Mitte Mai und ich möchte euch heute ein Projekt vorstellen, wo man in einem Standardblumenkasten ein ganzes Gemüsebeet zusammenzaubern kann. Bevor ich das mache, möchte ich aber einmal noch auf das Projekt des letzten Jahres eingehen. Ein komplettes Kräuterbeet auf 60 x 80 cm. Wie ihr sehen könnt, es hat die erste Saison gut überstanden. Alles sprießt wieder kräftig. Die ersten Salbei und Minze haben wir bereits zum Trocknen zur Seite gelegt. Auch alle anderen Pflanzen, der Bärlauch, die Ernte endet langsam. Auch Schnittlauch, Zwiebellauch, alles ist wunderbar im Kommen. Auch den Balkonkasten mit Petersilie und Basilikum habe ich schon wieder bepflanzt. Auch hier können wir jetzt kräftig ernten. Ihr seht also, auf kleiner Fläche kann man durchaus viel erreichen. Was ich aber heute zeigen möchte, ist, wie man Gemüse in einem Balkonkasten anbauen kann. Ich mache das seit vielen Jahren und habe mir überlegt, einen kompletten Balkonkasten als Gemüsebeet anzulegen. Natürlich, wer Platz hat, kann das alles weiter auseinanderziehen, aber viele haben ja nicht den großen Platz. So ein Balkonkasten passt eigentlich immer ganz gut irgendwo hin. Starten möchte ich auf der rechten Seite mit Erdbeeren, die ich hier gepflanzt habe. Und ich hoffe, man sieht es hier, Knoblauch und natürlich Dill ist auch dabei. Hier kann man es sehen, die kleinen dünnen Blätter. Erdbeeren und Knoblauch, eine gute Kombination. Ich habe sie hier mal ausprobiert und im Treibhaus die letzten Wochen vorgezogen. Man sieht die Erdbeeren, so etwa 7 Stück auf einen solchen Kübel, dazwischen überall Knoblauch gesetzt. Die Ernte setzt hier an, dadurch, dass sie im Treibhaus waren, sind sie schon etwas weiter als die Freilanderdbeeren. Auch der Knoblauch ist super gekommen. Da bin ich mal gespannt, was da für eine Ernte herauskommt. Die Kombination der beiden hatte ich bisher nicht. Erdbeeren im Kübel, man kann es da auch nebenan sehen. Oder hier unten, ist eine wunderbare Sache. Die Erdbeeren kann man jetzt zur Ernte etwas sonniger stellen und nachher, wenn die Ernte vorbei ist, auch in den Halbschatten. Ein Vorteil, den man auf dem Balkon hat, dass man da die Kübel auch etwas schieben kann. Die zweite Position sind hier Radieschen und man sieht es unter den Radieschen, diese kleinen Pflanzen hier, das sind Möhren. Radieschen und Möhren, eine gute Kombination. Die Radieschen, naja, so groß werden sie hier nicht, sind oben kugelig und rund. Die Möhren arbeiten sich langsam in den Boden vor und brauchen den Platz erst, wenn die Radieschen geerntet sind. Dill kann natürlich auch dazwischen sein, sehen kann ich hier aktuell keinen. Möhren kann man wunderbar im Balkonkasten oder Kübel anbauen. In diesem Kübel hier, wie ihr sehen könnt, sind die Möhren schon etwas weiter. Sie sind etwas früher ausgesät. Die letzten Jahre habe ich hier immer Möhren angebaut. Die Radieschen sind bereits geerntet. Und was man hier sehen kann, etwas Mohn hat sich hier dazwischen gesät. Im letzten Jahr hatten wir hier eine riesen Mohnpflanze. Von der Seite her darf die stehen bleiben. Jedes Jahr das Gleiche an der gleichen Stelle auf dem Balkon oder Terrasse super möglich. Wenn ihr verschiedene Kübel habt, könnt ihr sie einfach durchtauschen und so in jedem Jahr das Gleiche anbauen. Man kann sie auch im Laufe der Saison verschieben, wenn einige Pflanzen nicht mehr die volle Sonne brauchen, um den Pflanzen mehr Sonne zu geben, die jetzt gerade wichtig sind. Und wer nicht die Kübel tauschen kann, hat doch die Möglichkeit, einfach die Erde auszutauschen, die obere Schicht rausnehmen und durchtauschen. So kann man jedes Jahr an der gleichen Stelle das Gleiche anbauen. Möhren hier im Balkonkasten werden etwa fingerdick. Fingermöhren, mittlerweile auch im Supermarkt zu kaufen, sind super lecker, insbesondere aus dem eigenen Garten, sehr süß und sehr geschmacksintensiv. Ich kann den Anbau von Möhren im eigenen Garten auf Balkon und Terrasse nur empfehlen. Neben den Möhren kommt der Kohlrabi. Insgesamt habe ich hier 6 Pflanzen gesetzt. Hätte ich gewusst, dass alle 6 ankommen, hätte ich vielleicht nur 4 gesetzt. Der Kohlrabi selber gut im Kübel zu halten. Ich habe mir hier einen Balkonkasten mit 7 Kohlrabi-Pflanzen. Sie werden am Ende so etwa Tennisball groß. Also nicht ganz so groß wie die im Supermarkt. Schmecken dafür aber umso besser. Den Kübel selber habe ich etwas höher und etwas trockener gestellt, damit die Schnecken da möglichst kein Problem darstellen. Auch hier kann man sehen, ein bisschen Dill und hier ein bisschen mehr Kamille sind dazwischen. Kohlrabi in Kombination, eine wunderbare Kübelpflanze. Bei den Kohlrabis muss ich mal schauen, wenn die wirklich Tennisball große Früchte haben sollen, wird es hier vielleicht ein bisschen eng.
Vielleicht setze ich die beiden mittleren noch raus. Ich habe das letzte Mal, das letzte Jahr, das erste Mal Kohlrabi im Blumenbeet gepflanzt, der dieses Jahr in die Blüte geschossen ist. Eine wunderbare Blüte, ganz, ganz viele gelbe Blüten. Wirklich, wirklich hübsch. Ihr könnt auf Instagram mal schauen, da habe ich ein paar Fotos gestellt. Ein Maikäfer hat uns besucht und das habe ich direkt genutzt, um für die Blüte des Kohlrabis etwas Werbung zu machen. Kohlrabi lässt sich verpflanzen. Und die hier neben, das sollen oder das werden rote Beete, die sollen sich nicht verpflanzen lassen. Deshalb habe ich hier, wie man sehen kann, vorsichtshalber zwei Körner auf eine Stelle gepackt. Es sind hier sogar drei, da hinten sind es noch zwei. Hier wird in den nächsten Wochen die schwächere der beiden Pflanzen oder die schwächeren der drei Pflanzen weggenommen. Rote Beete habe ich das letzte Jahr das erste Mal auch im Balkonkasten angebaut. Sie sind hier bei uns in der ersten Etage in diesem Jahr super gekommen. Ja, auch hier ist Kamille dazwischen und Dill. Die rote Beete im Balkonkasten letztes Jahr so Tischtennisball groß. Dieses Jahr sehen die Pflanzen deutlich besser aus. Ich bin mal gespannt. Wir haben sie super für Rohkost genommen. Ein bisschen Apfel, ein bisschen Möhre und dazu die rote Beete für noch mehr Gesund und Farbe im Rohkost. Ich bin gespannt, wie es dieses Jahr ausgeht. Was ihr hier vorne seht, ist jede Menge Dill. Da ist wohl etwas viel Samen hineingekommen. Hier kann man jetzt überlegen, wer viel sät, kann immer ein bisschen was wegnehmen. Ich könnte hier Pflanzen rausnehmen oder ich lasse das einfach mal so wachsen. Wohl wissend, dass nicht jede Dillpflanze so kräftig wird, als wenn sie den vollen Platz hätte. Und vielleicht leidet auch ein bisschen die rote Beete drunter. Dafür können wir viel Dill ernten. Man sieht hier die großen Blätter, die kann man jetzt schon für die Ernte nutzen. Dill, eine wunderbare Pflanze, in Balkonkästen, aber auch so im Garten. Die Blüten locken viele Insekten an. Die Blätter lassen sich wunderbar vielfältig einsetzen. Und nach der Blüte kommt der Samen, den man wunderbar nehmen kann, um in den nächsten Jahren neu wieder Dill zu pflanzen. Das klappt echt super. Ja, abschließend möchte ich meinen Kasten hier auf der linken Seite mit Kapuzinerkresse und Erbsen. Kapuzinerkresse, eine sehr unkomplizierte Pflanze, die mal größer, mal kleiner wird. Sie bildet meist orange- oder gelbfarbene Blüten aus. Die Blüten sind genauso wie die Blätter essbar. Die Blüten etwas süßer und sehr hübsch, wenn man mal irgendwelche Platten fertig macht oder Salate. Die Blätter haben eine tolle Schärfe. Damit kann man Salate oder Brote wunderbar würzen. Sehr gesund sollen sie auch sein, Senföl enthalten und viele wichtige Dinge. Von daher Kapuzinerkresse eine wirklich tolle Pflanze. Die Blüten werden oft von Hummeln angeflogen und wenn ihr sie dann ausblühen lasst, habt ihr auch den Samen fürs nächste Jahr, sodass ihr euch da keinen neuen besorgen müsst. Ja, und was ich hier habe, sind Erbsen. Kennt man vielleicht gar nicht so aus Balkonkasten und Kübel. Ich selber baue sie eigentlich auch seit vielen Jahren, seit über 10 Jahren im Freiland an. Auch da lasse ich die letzten Erbsen immer austrocknen, um fürs nächste Jahr neue Erbsen zu haben. Der Anbau im Kübel ist mir mal eingefallen, um sie im Februar im Treibhaus vorzuziehen. Das ist das Ergebnis in diesem Jahr. Dieser Erbsenbusch oder Baum stammt aus dem Treibhaus, hat mittlerweile fast so 1,50 Meter erreicht. Die Erbsensorte, die ich habe, ist sehr hochwachsend. Im Freiland haben wir letztes Jahr die 3 Meter überschritten. Hier seht ihr, sie bilden so ab 1 Meter viele, viele Blüten aus. Aus jeder Blüte kommt dann eine Erbsenschote, die als Zuckererbse dann gegessen werden kann. Beziehungsweise, wenn man sie ausreifen lässt, kommen dann die kleinen leckeren Erbsen zum Naschen. Erbsen brauchen, wie ihr hier sehen könnt, aber auch hier einen Halt. Ich habe mir aus ein bisschen Draht und 3 Bambusstäben dieses Gerüst gemacht. Da diese Erbsen nicht den Treibhausturbo haben, sondern einfach so im Freiland angebaut sind, hoffe ich, dass mein Gerüst hier hält. Ja, Erbsen und andere Gemüsesorten im Kübel, eine wunderbare Sache. Ich hoffe, euch viele Tipps und Ideen und Anregungen gegeben zu haben für den Anbau von Gemüse im Kübel. Und falls ihr noch jemanden kennt, der auch Gemüse auf der Terrasse oder dem Balkon anbauen möchte, schickt dieses Video gerne weiter.